Ja, wir müssen ehrlich sein, ja. Die Woche war die Woche der Demut. Ja, Sie haben es mitbekommen, Xavier Naidoo hat sich 3 Minuten und 15 Sekunden lang entschuldigt, also exakt eine Hitlänge im Radio. Boris Johnson bat vom britischen Unterhaus um Verzeihung für seine illegalen Partys. Und wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich unsere Bundesbauministerin Clara Geiwitz entschuldigen wird für den Hammer, den sie sich diese Woche geleistet hat. Ja, sie will, Sie haben es mitbekommen, den Bau von Einfamilienhäusern eindämmen, die seien, Zitat, ökonomisch und ökologisch unsinnig. Übrigens, Frau Geiwitz selbst wohnt in Potsdam in einem Haus mit Garten. Klar, die hat ja auch 3 Kinder, die brauchen Platz. Ja. Natürlich nicht so viel wie die Wollnys, denen reicht kein Einfamilienhaus, die brauchen eine Jugendherberge. Mirja. Ja, Guido. Ja. Also ich, wir haben ja auch ein Haus, also ein Haus, aber bei uns fällt das nicht auf, dass wir nur eine Familie sind, die da drin wohnen, weil wir machen Dreck für 3 Familien. Ne? Wirtschaftlich ist das nicht. Da hast du 100 Quadratmeter Haus und wo liegt der Mann? Auf 2 Quadratmeter Couch, ja? Dem würde auch ein Zelt mit Laptop und ein Kühlschrank reichen. Aber ich frage mich oft, wie das wohl ist, wenn die Kinder ausziehen. Und dann merke ich immer, ah, die sind ja erst 9 und 11, das dauert aber noch ganz schön lang. Ne? Wir reden doch immer öfter über Wahlrecht oder Führerschein ab 16. Da kann man doch auch mal über eine eigene Wohnung ab 8 diskutieren, finde ich. Also. Schön. Ich hab hier, ja. Aber Einfamilienhaus, man sollte Familien nicht unnötig zusammenpferchen. Das hat uns die Corona-Zeit wirklich am deutlichsten vor Augen geführt. Ne, wer Kinder hat, der weiß, wovon ich rede. Ne, da haben wir doch jetzt erstmal so richtig gemerkt, was für überflüssige, verwöhnte Mehlwürmer wir da in die Welt gesetzt haben. Nicht wahr? Also das ist keine 2 Jahre Homeschooling und ein Drittel der Schüler ist Psychologen zufolge voll depressiv oder leidet unter Burnout. Nur weil die faulen Bettnässer 2-mal die Woche die Spülmaschine ausräumen müssen. Ist doch so. Homeschooling und Homeoffice. Das, ja, das hat die Menschen nicht zusammengeführt. Ich war letztens im Krankenhaus. Ja, die Babyklappen sind voll. Da stapeln sich die 11-Jährigen bis unter die Decke. Alle mit so einem Schild um den Hals. Oh, wir haben noch mal nachgedacht. Sorry, die Eltern. Ja, in diesem Sinne. Also ich finde das nicht so schlimm, was Frau Geiwitz gesagt hat. Ich bin auch nicht in einem Einfamilienhaus aufgewachsen. Wir waren 4 Leute auf 40 Quadratmetern. Ich habe mir damals mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt. Also mir hat es nicht geschadet. Ihm schon. Wohnraumverkleinerung liegt im Trend. Viele Promis machen mit. Boris Becker zieht zum Beispiel bald von seiner großen Stadtwohnung in eine 9 Quadratmeter Zelle. Tja, Frau Geiwitz sagt ja, dass am Ende in diesem Einfamilienhaus eben keine Familie mehr wohnt, sondern wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann wohnen dann nur noch 2 Senioren. Soll ich Ihnen was sagen, Frau Geiwitz? Da haben Sie recht. Das ist blöd. Und ich finde auch ein Veggie-Day pro Woche super. Und die ganzen Mütter verbrauchen mit ihren riesen SUVs beim Kinder von der Schule abholen auch viel zu viel Parkraum. Ich finde, das geht genau in die richtige Richtung. Und wissen Sie, was das noch geht? Das geht Sie verdammt noch mal überhaupt nichts an. Als ich ein kleiner, dicker Junge war, da bin ich in einem, ja, da bin ich in einem Einfamilienhaus groß geworden. Als mein Sohn ein kleiner, dicker Junge war, da ist er in einem Einfamilienhaus groß geworden. Und zwar mit Garten. Ja, ich meine, gut, wir hatten ein Reihenhaus, das war so ein Manta-Garten. Da konnte man mit beiden Ellbogen gleichzeitig auf beiden Gartenzäunen liegen. Aber machen Sie Gesetze, damit wir alle friedlich und gut zusammenleben können. An diese Gesetze halte ich mich dann gerne. Aber das Zusammenleben in unserer Reihenhaussiedlung, das war nicht nur friedlich, das war auch noch ausgesprochen kommunikativ. Und wenn das so ist, dann hält sich die Regierung da am besten einfach mal raus. Da steht man mal eine Woche nicht in der Zeitung, das ist auch nicht so schlimm. Ja, gut. Das ist Lebenserfahrung, weißt du? Aber ganz ehrlich, Leute, Häuser, ich höre die ganze Zeit einfach nur Häuser. Kennt Frau Geiwitz die Mietpreise in Köln, in Berlin oder in München? Ich meine, wo soll denn das Haus stehen, das ich mir leisten kann? In Mecklenburg-Vorpommern? Ich meine, wer kann sich denn heute noch ein Haus leisten, außer Bernd? Ja, ich bin froh, dass ich beim Tanken noch nicht mit Organen bezahlen muss. Ja, aber ich habe einen exklusiven Tipp für alle Leute, die gerade ein Haus suchen. Todesanzeigen lesen. Ja, das ist das neue Immo-Scout. Wirklich. Da könnten von mir aus auch ruhig ein paar mehr Infos drinstehen. Wir trauern um unseren geliebten Herbert. 250 Quadratmeter, Doppelgarage, Terrasse und beheizter Pool. Aber ich freue mich drauf, wenn jemand Robert Geiss erklärt, dass er keine 12 Häuser zum Überleben braucht. Was? Moment mal.
Was ist denn mit dir kaputt? Natürlich brauche ich 12 Häuser. Ich habe es mit 11 probiert, es geht nicht. Ja? Ich muss immer in das Haus, das am weitesten weg ist von der Carmen. Im 11. Haus hörst du die immer noch brüllen, als ob bei Gucci wieder Sale ist. Ja? Und ich sag mir jetzt nicht, die Leute kommen mit nur einem Boot aus. Da lache ich mich aber kaputt. Ja. Ja. Wenn man die Augen zumacht. Aber ihr wisst ja, die Idee mit den Häusern ist ja nicht neu. Also Anton Hofreiter, Sie wissen, der Grüne, der beim Jesus-Casting für die RTL-Passion den zweiten Platz belegt hat, der hat das ja auch vor einiger Zeit schon mal gesagt. Einfamilienhäuser sind angesichts des knappen, bezahlbaren Wohnraums vermutlich nicht die zukunftsträchtigste Form des Wohnens. Und wenn man ehrlich ist, er und Frau Geiwitz haben nicht Unrecht. Ne? Klar, denkt man jetzt zuerst mal, was? Eine Bauministerin, die sich gegen das Bauen ausspricht, das ist ja wie eine Familienministerin, die sagt, Kinder, die machen keinen Sinn. Das ist ein Moment. An alle Hausbesitzer, die jetzt hysterisch schreien, Verbotspolitik, die wollen uns aus unseren Häusern zerren. Keine Angst, ihr dürft natürlich wohnen bleiben. Unsere Bauministerin hat lediglich darauf hingewiesen, dass zum Beispiel eine Sanierung ökologisch und ökonomisch oft sinniger ist als ein Neubau. Und das ist übrigens bei langjährigen Ehen genauso. Das lassen wir mal sacken. Schnäppchenjäger, aufgepasst. Sotheby's, das Londoner Auktionshaus, das Bares Ferraris für Besserverdienende, versteigert seit dieser Woche bei einer Online-Auktion ein gebrauchtes Kleidungsstück. Es handelt sich angeblich um das berühmte Trikot mit der Nummer 10, das Diego Armando Maradona im legendären Viertelfinale der Fußball-WM 1986, du wirst dich erinnern, Tobi, ja, selbstverständlich, gegen England trug. Damals erzielte er innerhalb von nur 4 Minuten 2 der berühmtesten Tore der Fußballgeschichte. Eins, ich erinnere mich, weiß es noch, ne? Ja. Nach einem Dribbling über 60 Meter, das andere mit der berühmten Hand Gottes. Ja, Maradona hat ja damals Handball populär gemacht. Aber jetzt nochmal, zwischen 4,8 und 7,2 Millionen soll das Trikot einbringen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man das richtig ausbringt, da kriegst du auch noch ein paar Gramm Koks raus, oder? Das ist doch, ja. Ich kann zu dem Thema nichts sagen. 86, sorry, da war ich gerade mal ein Jahr alt. Ich ja, erinnere mich auch. Ja, ist ja klar. Oh, da lacht eine Frau, das war schäbig. Ja. Hör mal, Freunde, was denn? Mal ganz kurz. Ich bin gar kein Fußballfan, also Union Berlin. Und ich habe ja sogar ein T-Shirt, guck mal hier. Ein Trikot von Union 10. Berlin. Leider fest. Die Nummer 10. Für mich sind sie die Pokalfinalisten der Herzen. Ich habe mir vor, ich werde also auch Maradona in die Fußstapfen oder besser in die Elefantentrampler von Maradona. Da werde ich reintreten. Ne? So wie Maradona will ich zunehmend zum Fußballgott werden. Weißt du, Rainer Kallmund, also der Kalli, der alte Kalorienverräter. Ja, der ist vom Pfade des Pfundes abgewichen. Ja, und jetzt, wenn jetzt das olle man muss schon sagen, Strichmännchen, wenn der sich hinschaut, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe 40 Kilo verloren. Dann möchte ich mich hinstellen und sagen, rat mal, wer den gefunden hat, liebe Leinchen. Und so stehe ich da, im Tor, alleine, ganz, ganz fett, allein, ganz allein, kein Pall passt mehr rein. Und ich rufe ganz laut, lasst mich die Plauze Gottes sein. In diesem Sinne, Amen. Das T-Shirt kann jetzt schon billig erworben werden.